Sehr uneben hier, muss man sagen. Wenn wir schon mal da sind, können wir uns auch wieder heilen. Die Frage ist, wie. Okay. Ja. So. Und, ey. Mach das Ding wieder hin. Sitze. Okay, jetzt können wir da oben lang. Der Goldschlüssel macht die Tür da oben auf. Gut, die sind keine Gefahr. Komm. Der Goldschlüssel öffnet die Tür. Da ist ein Manta. Da ist ein Weg. Was ist das hier? Gold und sonst nichts. Und eine Platte. Jetzt sagt die Platte. Aha. Können wir nicht lesen. Toll, ne? Wie unnütz. Genau wie die hier. Die können wir, glaube ich, auch nicht lesen. Ja, das ist, so. Schnell rüber! Geschafft. Da unten gibt es leider nichts. Wir müssten dann da oben wieder zurück und die Gegner besiegen. Das sparen wir uns so. Lass mal, ich will nur gucken. Ich glaube, da oben ist der richtige Weg. Wir gehen mal hier lang. Oh, Scheiße. Bald viele Einsiedler. Windamulett, toll, braucht kein Mensch. Nicht wirklich ratsam. Einsiedler, toll, vier Stück. Oh, weia. Gertwin, greif den an. Fina sollte einfach mal gar nichts machen, wenn es gut läuft. Mauer Schlummer, guck, ob du die einschläfern kannst. Sie muss irgendwas machen. Angreifen kann sie nicht, sollte dann wenigstens für den Schlummer sorgen. Vielleicht klappt das. Ne. Sind komplett zauberimmun, das ist ja richtig kacke. Du machst mal eine Schockwelle, ob das alle umhaut? Ich bin gespannt. Würde mich interessieren, wäre vielleicht cool. So eine Schockwelle kann auch mal 100 abziehen. Oh Gott, naja, fast. Sind die denn, wenn ich blockt ein Zauber, wenn Techniken blockiert, muss ich einfach mal graben. Ich weiß, das ist einfach nicht. Es bringt einfach nichts. Fina gegen diese Einsiedler ist total nutzlos. Weil sie halt physisch auch nicht so viel drauf hat. Klar kann ich sie jetzt dazu bringen, dass sie viel drauf hat, wenn ich sie speziell trainiere, aber will ich eigentlich nicht. Obwohl es mir später glaube ich sogar das Genick brechen kann, dass sie nicht so viel TP haben, wie sie hätten kriegen können. Aber das ändert sich ja, wenn man verschiedene Trainingsmethoden einsetzt. So, den gehen wir mal eben vorbei. Ein gelber Monolith und eine gelbe Steintafel. Die mir auch gar nichts bringt. Super. Wo sind die? Da, denen komme ich vorbei. Oh, geschafft. Nein, oh, die kommen noch weiter. Gut. Weiter geht's. Und, oh, guck mal da. Eine zweite Massakermaschine. Ja, hier gibt's tatsächlich noch einen Boss. Toll. Oh, shit. Erde muss ich für Justin trainieren. Stimmt, da war auch was. Erde muss hoch, Erde muss hoch, 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 Erde. Und hier. Keule müsste ich mal machen, ne? Das erhöht meine TP. Keule muss sowieso hoch. Muss extrem hoch. Schwert muss sowieso noch auf 23. Wie sieht's bei Fina aus? Fina die Peitsche zwei Stufen höher. Man kriegt eine neue Fähigkeit. Also muss ich gleich viel mit der Peitsche arbeiten. Kann sie aber nicht. Nein, ist ja auch egal.
Kluger TP, Wasser. Wasser ist schon ziemlich hoch, ne? Muss aber sowieso noch höher. Was kann sie da noch lernen? Ja, Erde, ja, natürlich. Also Erde. Da, ja, also eine Stufe Erde müssen beide hoch, alles klar. Ziel ist klar. Gegen diese Massakermaschine, die glaube ich sogar etwas tougher ist als die andere, müssen wir jetzt erstmal auf Erde bauen. Gucken wir mal. Ja, 2000, die ist tougher. Ich glaube, die kann auch bessere Angriffe. So, wir machen erstmal Graben. Prinzipiell. Denn Justin und Fina erhalten bei der nächsten Erdstufenerhöhung eine neue Fähigkeit jeweils. Und die möchte ich mir auf jeden Fall aneignen. Was macht der? Angreifen. Oh, da kommt der Heulerschlag. Sa-sa-sa-sa, der Heulerschlag. Ganz, ganz üble Sache. Du musst auch nochmal graben. Oh. 27. Das ist nicht verkehrt. Das ist ein ordentlicher Schaden. Besonders wenn wir überlegen, dass gleich der Heulerschlag kommt. Der mir ja nicht schmeckt. Aber dem kommen wir wohl entgegen. Also werden wir auf jeden Fall überleben, klar. Aber... okay, wieder mal erhöhen wir nochmal unsere Verteidigung. Wie gesagt, ich will, dass die beiden eine Stufe kriegen. Heilen kann ich mit zwei Leuten, das ist kein Problem. Und Gedwin wird nicht so schnell in die Knie gehen. Obwohl, das habe ich beim ersten Spieldurchgang, glaube ich, auch geschafft. Oh, wow, hat sie gelernt, okay. Dass Gedwin öfter mal in die Knie ging. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das ist akzeptabel, das ist nicht so schlimm. Okay, du machst sofort alle heilen 1. Denn wenn der mit seinem Vollmondhieb trifft... oh, der geht sogar durch. Das ist gut. Der geht auf Justin. Vollmondhieb. Und zack. Zieht nicht so viel ab, okay. Gut. Da hatte ich meine leichten Befürchtungen. Wow, versteckt Angriff eines Freundes mit Hilfe von Hitze. Sehr gut. Das ist schön. Schön ist das. Was machen wir denn jetzt? Nochmal Läufer kommen hier für Justin. Protect us! Gedwin wird sich mal auf keine Verteidigung konzentrieren. Das wird aber ein bisschen mehr Schaden machen. Macht er jetzt einmal, vielleicht auch zwei. Mal gucken, je nachdem. Was diese Massakermaschine auch vorhat. Und Justin, ja, Justin muss halt, der muss halt verflixt nochmal die Erdattacke lernen. Deswegen muss er Graben machen. Da geht halt nichts von ab. Was hat die eigentlich vor? Heulerschlag wieder und angreifen. Ja, ja, komm. Nur mal eine Feuerpeitsche hier. Finas Peitschentalent muss ja auch noch um 2 Stufen hoch, damit sie eine neue Fähigkeit lernt. Boah. Da holt das Ding aus. Aua, abgebrochen. Oh, oh. Okay, ich glaube, die ist feuerunempfindlich, ne? Ziemlich wenig Schaden gemacht. Das wird ein Vollmondhieb, ja. Okay. Kein Problem. Okay, der geht auf Fina mit seinem Vollmondhieb. Der dürfte dann auch alle treffen. Ja, ihr seht, die Massakermaschinen, man denkt so, komm, jetzt haben wir mal Massakermaschinen fertig. Der hat 200 Leben mehr oder was? Nee, nee. Ja, der hat mich abgebrochen, die Socke. Okay, hiervon brauche ich nicht allzu viel. Ich mach mal alle heilen. Ja, aber ihr seht schon, die sind an sich nicht gefährlich. Momentan nicht. Also, da ich Justin zum Heilen habe und auch Fina. Ist das eigentlich ganz... ich muss Graben machen. Justin muss halt jetzt seine Erdfähigkeit öffnen. Ich will das jetzt haben.
Justin, tu doch mal was Sinnvolles, ey. Ich würde sagen, da es schnell gehen sollte, mach mal. Wow. Wer knistert? Quatsch. Wow hat ja. Ich hab grad nur auf Wow geschielt. Und dachte, Sehr gut, abgebrochen. Ich bin begeistert. Einmal keine Verteidigung machst du noch. Dann kannst du auch angreifen. Jawohl. Sehr, sehr nice. Minus 3 ist schon mal super. Ja, das Ding greift auch nur mit Kontakt, zaubert nur heute Schlag, gell? 20er Schaden. Okay, der scheint normal anzugreifen, so schnell wie das gerade ging. Mach mal Beben, komm. Mit 2. Also gegen seine physischen Angriffe sind wir mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Das Problem ist halt wirklich nur sein Heulerschlag in dem Fall. Er muss ja schon sagen, die Massakermaschine sieht cool aus, oder? 55, aha. Gut. Fiora, das wird nicht klappen. Flammengeschoss, ne? Heulerschlag, und nochmal Läufer. Justin. Ich zauber mich hier auch drumherum, um ihn anzugreifen, um ihn nicht angreifen zu müssen, ne? Gut, Gedwin darf jetzt mal. Er muss auf jeden Fall nochmal Drachenspalter machen, komm. Und Justin muss leider nochmal Graben machen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich will jetzt die Fähigkeit haben. Der lernt nämlich auch so eine Wow oder Pum oder irgendwie sowas, lernt er gleich. Ja, will nicht, das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir sind nah dran. Ich muss das gleich nochmal machen. Oder beben, je nachdem, mal gucken. Fina kann in der Zwischenzeit mal. Mach mal Wow auf Justin. Einfach weil der gleich, auch wenn er mal seine Erdfähigkeit erhöht hat, physisch angreifen darf. Und dann mal richtig Damage raushaut. Wurf. Okay. Kein Orkanmixer. Lol. Geld winnt ja. Kein Schaden. Ah, Heulerschlag trifft natürlich alle, egal wo sie stehen. Das ist das Gemeine an der Technik. Anders als Feuersäule. Ja. Justin darf leider nicht heilen. Tut mir leid. Das ist Fina. Das obliegt jetzt Fina. Du musst Graben machen. Graben und beben. Du musst deine Fähigkeit erlernen. Eher wird hier gar nichts anderes passieren. Auch voll spannend. Naja, komm. Ist auch gleich soweit. Das kann echt nicht sein, dass er das nicht lernen will. Alle heilen. Eins, das reicht. Und Gedwin bereitet mal ein. Nee, du greifst an. Komm. Was soll Gedwin denn jetzt noch zaubern? Das bringt nichts. Er hat seinen Drachenspalter gemacht und nur ist gut. Wurf trifft auch immer jeden, du. Schön. Oh, aber jetzt sind sie schön getrennt. Das ist sehr, sehr nice. Justin, jetzt! Graben! Oh, Fina ist dran. Fina. Wow. Für Justin. Ja, mit der Zeit wird Fina immer mehr zur Supporterin. Vorher macht die noch gewaltigen Schaden. Und jetzt ist sie eher so. Ich verstärke die anderen und so was. Aber das mit Fina liegt alles daran, dass ich für den späteren Spielverlauf schon mal vorbereiten möchte. Ich weiß nämlich, was kommt. Und ihr werdet mir dankbar sein, dass ich dieses langwierige Training, sag ich mal, jetzt gemacht habe. Haha, Gett wäre nicht getroffen. Oh, 12 Schaden gekriegt. Du gehst mal hin und machst mal einen Crit. Justin zaubert mal Beben. Ich
Abwechslung reinbringen. Und Fina Mauerflammengeschoss kommt. Und wenn Justin jetzt die Fähigkeit nicht erhöht kriegt mit Erde, greife ich auch mit allem an, was ich habe. Jetzt reicht es mir auch. Ich kann euch nicht noch länger hier sitzen lassen. Das geht nicht. Wenn es jetzt nicht ist, dann ist es halt nicht. Und dann werde ich Justin auch mit Lotus, Schneider und hast du nicht gesehen angreifen lassen. Mit Zap und sowas. Dann hauen wir das Ding nämlich jetzt kurz und klein. Letzte Chance. Nein? Okay, gut. Jetzt hauen wir alles drauf. Hui, da segelt er durch. Gut, Justin, einmal noch bitte alle heilen und dann, obwohl, Fina schneller. Hauen wir mal Lotus Schneider. Jo. Aufs Äuglein. Fina, einfach mal alle heilen, bitte. Alle heilen, eins reicht auch dicke aus. Wir müssen auch nicht einzeln heilen oder sowas, das lohnt sich nicht. Zack. Boah, ist der schnell. Burn, baby, burn. Hoi, 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 hoi. Und das mit... Na toll. Derbsturm... Ah, zweimal Angriff erhöht, ne? Mir ist das gar nicht. Aber der ist auch fast schon down, wie ich gesehen habe. Diamantenstaub. Komm, du musst doch haben. Machen wir das auch. Das ist immer so eine richtig schöne Animation. Wir saugen Eis ein und klopft, Alter. Okay, mein Freund. Oh, den kann ich noch einsetzen. Gut. Heilen 2, ich glaube, ich spinne. Boah, Alter! 256! Was macht er denn? 200? 300? Wie viel kriegt er wieder? 200, ja. Oh, er hatte nur noch 11! Wie doof. Knistern. Entweder reicht das jetzt, na, das wird nicht ganz reichen, aber dann wird Justin oder Gatwin ihm den Gnadenstoß verpassen. Jo. Game over, Kleiner. Game over. Nochmaler Angriff, das sollte reichen. Jawohl. Und das war die zweite Massakermaschine auf dem Dunsthügel. Und Gelbin hat Fina mal eben so den Schädel eingeschlagen. Erde ist auf 70, 84, da toll. Boah, nice, Level Up für Justin auf 19, cool.